So, willkommen zurück hier bei The Secret World, bei den Freelance Gamers. Wir begeben uns nun zurück nach Madame Rouget, wo wir jetzt ihren Albtraumspenden-Wiedergänger Geiste besiegen konnten. Die gute Frau hatte da noch was für uns. Deswegen spurten wir uns mal und machen uns auf den Weg. Oder nicht mithalten. Das heißt, ich werde die Quest ohne sie ausführen. So, hier geht's lang. Und hinein. Hallo. Hokus pokus. Fidibus. Die Vision, normal. Madame Roget hat eine Vision ihrer Zukunft. Folge dieser Vision. Na klar. Es ging immer um Täuschung. Kristallkugel, Zigeunerkleid, falscher Akzent. Billige Tricks, damit sich der Glückskeks leichter runterschlucken lässt. Meine Kunden, sie haben es gekauft, weil sie es wollten. Ohne freien Willen, nur mit dem Schicksal ist das Leben einfacher. Wir sagen, hey, es musste so sein und weiter geht's. Und das ist auch schon der ganze Trick bei der Wahrsagerei. Wir sind Gefangene unserer Suche nach einem tieferen Sinn. Es geht immer nur um Täuschung. Also ich glaube, ich habe den Leuten nie was gesagt, was sie nicht schon wussten. Bis jetzt. Ich habe Wachträume. Visionen. Ich sehe Auren. Auren! Ihre ist so hell, dass ich fast blind werde. Ich sehe durch die Augen anderer. Ich kann sogar die Zukunft sehen. Wirklich! Die Wege des Schicksals, völlig klar. Es ist, als wäre ich geworden, was ich so lange vorgetäuscht habe. Oder ich werde einfach verrückt. Das könnte doch sein. Ich würde es mir nicht verübeln, wenn ich. Ach. Na toll, es geht wieder los. Ich habe wieder eine Vision. Sie kommen wie Kopfschmerzen. Ich habe keine Kontrolle. Schnell, bevor es vorbei ist. Ich sehe ihre Zwillingspfade. Einer führt zur Erlösung, einer zur Niederlage. Ich sehe schwarze Ranken, sie wollen sie umfangen. Stimmen flüstern ihnen ins Ohr. Verderbtheit von innen und außen. Etwas erhebt sich aus der Tiefe, um uns alle zu verschlingen und macht den Tag zur Nacht. Tut mir leid. Ich sehe etwas anderes. Unsere Wege treffen sich, verschmelzen und am Ende Exodus. Unausweichlich, dauerhaft, vorbestimmt. Auf der Spitze der Pyramide wird ihr Pfad enthüllt. Also gut, besser wird's nicht. Der Rest ist ihre Sache. Manchmal kommen mehr Visionen, so ähnlich wie Nachbeben. In dem Fall gebe ich Ihnen Bescheid. Sie müssen mich nicht mal bezahlen. Nennen wir es eine Gratisnummer. Madame Roget gibt Gratisnummern. Dem Ort aus Madame Rogets Vision Hokus von. pokus. Der Hinweis aus Madame Rogets Vision lautet: Auf der Spitze der Pyramide wird sich ihr Pfad enthüllen. Also auf der Spitze der Pyramide. Sagt ruhig, wenn ihr Ideen dazu habt, ne? Muss ich nicht zurückhalten hier. Seid immer so schweigsam. Alles klar. Erstmal raus hier. Oh, Licht. Auf der Spitze der Pyramide. Dort wird sich mein Schicksal enthüllen. Streifen Zombies durch die Nachbarschaft.
Es ist ja nicht so weit entfernt, es ist nie so weit entfernt eigentlich. Ich weiß, ich habe alle diese Sachen schon mal gemacht, wollte ich sagen. Die Spitze der Pyramide. Da haben wir es doch schon. Zumindest könnte es sein, dass das so ist. Konrad, spute dich. Ach, nur die Groupies wieder. Das sind unsere Abonnenten, ja, aber friert's gar nicht. Kommt schon mal vor, dass wir halt live dabei sein wollen, wie wir es machen. Bin ich mal allzu weit entfernt, hinten ist der Leuchtturm, den man auf der Karte sehen könnte. Jenes Teil dort. Ja, da fühlen sie sich wieder wichtig. Schmeißt den guten Illuminanten erstmal den ganzen Kram an den Kopf. Ja, er steht dort auf und wir gucken einmal hinten. Hinten wird wieder mal FKK gefrönt. Aha. Ich hatte wieder eine Vision. Schatten. Lange Schatten der alten Bäume des Feenwaldes. Und flackernde Irrlichter zeigen ihnen den Weg. Komm, komm, rufen sie. Ergibt das einen Sinn? Ihr Lichter, ihr fiesen Lichter, rauszoomen. Ich wollte es euch mal zeigen, ich habe schon gesehen gehabt. Westwood, das soll wohl so wie ein heißt mit der Feenwald oder sowas. Kein Problem, wir gucken dort einmal hin und schauen, was die kleinen Irrlichter uns so zuflüstern wollen. Und hauen ihn dann aufs Maul. Weil wir es können und sollten. Na, alles klar. Schön. Wir gehen dafür aber erstmal wieder die Straße entlang, weil ich möchte nicht alle 2 Minuten kämpfen. Ha? Hm, vielleicht doch. Hui. Ist wieder irgendwas Feuer. Am Tage sieht es ja gar nicht mal so schlimm aus. Naja. Die Immobilie lässt sich vielleicht schlecht verkaufen, aber ansonsten ist es eigentlich ganz nett. Wo ist Boot? Wir sind knapp dran vorbei. Da, die Irrlichter. Bin hier. Na, wie ist es? Hier.
nervigen Flackerviecher. Ah, ein Werkzeugsatz. Bisschen Geld. Also gut, schauen wir uns hier mal um. Das ist ja wohl sowas wie der Eingangsbereich. Na komm her. Bombe. Kommen sie gleich weg. Ah, sie teilen sich immer. Mistviecher. So, na kommt, wir müssen jetzt erstmal hier. Den Platz aus Madame Rogettes Vision finden. Nein, ich habe keine Zeit für dich. Ja, weil sie mich angegriffen haben, kann ich nicht mehr sprinten. Ich laufe jetzt einmal im Kreis um dieses Ding. Um den Baum des Kürbis-Dämons. Oh, nett. Na, Blondie? Du schon wieder? Der Irrlichtwald. Naja, sie nerven nur, sie richten nicht wirklich Schaden an. Nur sie könnten sich schon verpieseln, damit ich hier mal weiter vorankomme. Denn wie gesagt, ich kann nicht laufen, solange ich die immer hinterher habe. Ich laufe mal genau auf die Stelle, wo der Schriftzug ist. Ist aber gut hier. Ja, okay, verschwinde. Laufen wir einmal genau auf den Schriftzug zu. Ja, ich habe diesen komischen Debuff drauf, deswegen geht das Ding nicht weg. Deswegen kann ich nicht sprinten. So, Madame Rogette. Möchten Sie uns etwas zu diesem Wald sagen? Denn ich muss auf einen Ihrer Anrufe warten. Ich finde nur gerade hier den Triggerpunkt dafür nicht. Ich renne durch den Wald, und wenn es Zombies gibt, dann knallt es. Ich renne so rum, das ist noch mit aus dem Anfangsteil. Irrlichtwald, noch immer. Hey, guck mal da, ein Fels, da laufe ich mal hin. Ja, die steigen nicht aus. Wie unser Weg. Also ich muss sagen, der gute Konrad muss echt eine sehr gute Kondition haben mittlerweile. Juhu. Ich melde mich gleich wieder. So. Wie groß ist denn dieser Wald? Sehr groß. Das heißt, wir müssen ihn nun einmal durchstreifen. Lasst uns ein wenig streifen.
durch den Wald. Auch mal schon so ein Waldspaziergang-Simulator. Es ist schon doch ein bisschen störend, die ganze Folge damit zu verbringen, hier so einen dummen Punkt zu suchen und durch den Wald zu rennen. Irrlichtwald. Yeah. Hey Leute, wisst ihr irgendwas? Nicht? Ah. Hallo. Schauen wir noch mal direkt zu den Irrlichtern zurück, was? Ja, diese Punkte sind immer ein bisschen schwierig. Ja, bist ein tolles Irrlicht. Hör auf zum Nerven. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Vorne irgendwo. Denke ich mal, bin ich richtig. Madame Roget, hier Anruf bitte. Den Irrlicht habe ich ja, glaube ich, gerade auf dem Hals. Mann! Okay, ich laufe mal kurz zum Punkt zurück. So, da hat es einmal kurz gekracht und wir waren wieder da. Und ich möchte jetzt hier bitte nochmal all diesen Kram und dann eine Antwort auf meine Frage. Wo geht's hier weiter? Wir haben ja alles, wir haben ja Wald, wir haben ja Irrlichter. Stufe 2. Ich bin hier. Na gut, wie lange die Suche noch gehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran. Bis dann.